Hab Dank für all eure Anstrengungen, König des Krams. Meine Sammlung sah noch nie so gut aus. Ah, wir sind also fertig. So, das heißt, wir haben jetzt, das machen wir gerade, sprecht mit den Leuten noch. Buggy, Blood Moon, aufheben, Blood Moon, Endlos-Quest. Okay. Können wir mit dir eigentlich auch über den Tod reden? Der König ist tot, lang lebe der König. Okay, was sagst du dazu? Das Gleiche. Na gut. Oft solch gute Gesellschaft. So, hier ist, glaube ich, dann der Platz. Genau. Dann gehen wir da jetzt wieder runter und holen uns doch das ganze Adamant mit. Immerhin ist das... gibt es nur hier Adamant und wir haben noch nicht so viel davon. So, hier war Halle des Windes und da war glaube ich, eine Sackgasse. Deswegen gehen wir jetzt hier rein. In die Passage des Flüsterns. Da nicht. Hätte wieder springen können. Ja, nicht mehr lange. So, Radax Schmiede. Genau, da geht's weiter. Mich kriegst du nicht. Sagte ich doch. Weg damit. Und der ist auch weg. Da ging es nicht mal. Ach genau. Oh. Einer noch? Die ist noch tot. Okay. Ja, ich möchte durchkriechen. Da möchte ich auch durch. Oh. Fast wäre es wieder laut geworden. Aber nur fast. So, Adamant. 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 Jetzt haben wir hier schon mal alles. Hier ist ja auch nochmal Adamant. Und das war zu viel. Okay, jetzt sehen wir nochmal, wie wir mit unseren verzauberten Gegenständen weiterkommen. Federring ist, glaube ich, fast voll. Da ist gar nichts mehr. Das hilft dir nicht.
bin ein Herz. Da kommt man hoch. Cool. Mist. Ist hier dann der Schrein? Zitadelle von Mühendruhe. Kenn ich nicht. Okay, gehen wir mal da hoch. Was wir da oben wohl finden werden. Gut, jetzt haben wir da nichts mehr. Armes, wir hätten ein paar Sehnsteine mitnehmen können. Zu spät. Ist da oben irgendwas? Ich möchte mal levitieren. Um nachzusehen, ob da oben irgendwas ist. Also da ganz oben glaube ich eh nicht. Und nein, hier nicht. Da drüben sieht es ähnlich aus. Ist ähnlich. Gut, gehen wir wieder runter. So, wie viel Kilo sind wir eigentlich zu viel? Nicht allzu viel, glaube ich. Es können keine 50 sein. Gut, gehen wir da rein. Mhm. Ach man, das war's nicht. Ich wollte Wasseratmung. Goldene Heilige da oben, die hängt fest. Du bist als erster her. Schwere Rüstung auf 29 Punkte! Es leckt. Der müsste jetzt tot sein. Ist das fies? Der ist zu nah. Schwerrüstung auf 30 Punkte. Ist noch eine. Die hat eine Ebenerz. Das ist nicht gut. Ich nehme jetzt mal die Tränke. Lebensenergie wiederherstellen. Ist auch ein halbes Kilo weniger. Ausdauer wiederherstellen, 0,8 Kilo weniger. Festigen Geschicklichkeit, 0,3 Kilo weniger. Dann, was haben wir noch? Festigen Willenskraft und Konzentration, 1 Kilo weniger. Aus Lebensenergie festigen, auch 1 Kilo weniger. Ausdauer festigen haben wir auch noch irgendwo. Hier, auch 1 Kilo weniger. Rüstung auf 31 Punkte. Ich nehme auch mal einen Heiltrank. Geschafft.
wir wiegen nur noch 9 Kilo zu viel. Tja, das sind ungefähr die Pfeile. Und die hier. Aber gleich wird es wieder mehr sein. Schild der Wunden. Vulkanglas. Feuerschwert. Eben jetzt Turmschild und eben jetzt Langenschwert. Tremora Fürst. Ah, hat einen Pfeil. Und D3 Herz. Plötzlich sind es nur 57. Kashti-Drur? Krass. Pyroöl-Teer? Das nehmen wir mit. Da war doch irgendwo noch ein dritter. Ich glaube, hier liegt er unter den goldenen Heiligen, aber naja. Haben wir irgendjemanden Wichtiges getötet? Krass. Finde ich cool. Und jetzt können wir uns hier in Ruhe, hoffe ich, zumindest umsehen. Schöne Kuppel, aber hier liegt leider nichts. Schade. Mist. Mist, das hat auch nicht genügend. Dann in dem Fall müssen wir wieder Orkstärke zaubern. Ein Federschatten. Wie viel? Wir können eine Seele fahren. Ach verdammt, jetzt ist die da drin. Na gut. Wobei Wert 60.000, das ist glaube ich der Maximalwert, den wir jemals hatten, oder? Seit wann ist ein Federschatten so viel wert? Da geht's noch wohin. Machen wir auch mal ein bisschen Licht an. Und hier ist der Thron. So, so. Einen Dedra-Fürsten oder so getötet. Ein Hunger! Mist. Haben wir gleich. Magie. Wo war das denn? Magie festigen. Hier, den nehmen wir. Okay. So, welche Seele bist du jetzt? Hä? Oh, okay. Glück. Oder Glück, dass es kein Bug war. Ich würde es echt zutrauen, dass es dann weg ist. Also wir müssen jetzt öfter Seelen fangen. Dann kommt ihr alle in der Zura Stern rein und dann können wir da ein bisschen was machen. Basiliska des göttlichen Flüsterns. So, so. Guck mal. Der Jammergraben? Aha.
Ja, dann gehen wir später. Wir folgen jetzt erstmal dem normalen Weg. Mann, ich wollte ja eigentlich das hier machen. So, damit können wir jetzt wieder ein paar Seelen verbrauchen. Wow, das hat eigentlich fast gar nichts gebracht. Warte mal, wir haben drei Seelen. Ach nee, der andere ist ja vorher gestorben. Mist. Elf Kilo zu viel. Schade. Salze. Feuersalze. Und der hat einfach nichts. Chirurgorad. Und das ist... Hier sind die ganzen Dedra. Mit dem können wir nicht reden. Mhm. Hier können wir nicht reden. Hier, das ist, glaube ich, mehr Runes Dagon. Und den da oben, den weiß ich leider gerade nicht. Das ist, glaube ich, Malakat. Oder ist es der da? Ich habe keine Ahnung. Hm. Muss ich also dort hoch? Okay. Ja, so wird mit diesen Lags wird das aber nichts. Warten wir mal kurz, bis die weg sind. Mann. Okay, ich glaube, sie sind weg. Mist. Dann nehme ich jetzt ein Magie wiederherstellen Trank. Hä, wo sind die? Ah, hier. So, haben wir das schon mal? Lol. Einfach verarscht. Ich wurde verarscht. Egal. Ja, und jetzt? Basiliska des göttlichen Flüsterns. Ach so. Hier sind alle Dedra, alle wichtigen irgendwie, aufgelistet. Hallo. So, und jetzt waren wir auch bei jeder Statue einmal. Toll, hier gibt es auch einen Weg. Oh Mist, ich habe nur Torgos Füße gemacht. Okay. Ja, egal, jetzt machen wir wieder...
Unser Essen holen für. Nein, um des göttlichen. Des geheilten Herzens. Okay, also da hätte ruhig irgendwas versteckt sein sollen, aber vielleicht ist das. Ist der Schatz an sich ja, dass sie hier die ganzen Dedra sind. Kann ja sein. Cool ist es auf jeden Fall. Und da wir gerade levitieren, ab nach oben. Mist. So. Ab nach oben. Also hier ist nichts. Und hier der Jammergraben. Bin ich ja gespannt. Warum heißt das Jammergraben? Also da ist ein Graben, da ist ein Loch. Gehen wir mal hier durchs Loch. Oh, nicht schon wieder... Ist das fies hier? Moment mal. Hier ist nichts, absolut nichts. Hier hätte man voll die geilen Sachen verstecken können. Und hier ist einfach nichts. Oh Mann. Wahrscheinlich greife ich gerade allem vor und hier sind später voll die geilen Sachen und alles Mögliche. Und einfach jetzt, weil ich in der Hauptquest noch nicht so weit bin, ist einfach nichts.